So, diese KI soll also Nebengeräusche entfernen können. Na, das wollen wir doch mal sehen. Es geistert ein Gerücht durch das Internet. Es geht um ein KI-basiertes Tool, das angeblich in der Lage sein soll, jegliche Sprach- oder Gesangsaufnahmen zu verbessern. Und zwar besser als alles bislang Dagewesene. Genau das werden wir gleich mal auf den kritischen Prüfstand stellen. Die Rede ist von Lalalei. Genauer gesagt geht es um den sogenannten Voice Cleaner. Das zweite Tool, den Stem Splitter, werden wir dann im nächsten Video genauer unter die Lupe nehmen. Beide Tools haben kürzlich ein größeres Update durch einen neuen Algorithmus erhalten, den Lalalei selbstbewusst anpreist. Der mögliche Einsatzbereich des Voice Cleaners liest sich erstmal ziemlich beeindruckend. Mühelose Rauschunterdrückung und Entfernung von Hintergrundmusik. Der einzigartige Algorithmus unterdrückt unerwünschte Geräusche und sorgt für kristallklare Stimmen. Für unseren Test habe ich mal drei Audioaufnahmen mit verschiedenen Nebengeräuschen vorbereitet, von, wie ich gedacht habe, einfach bis schwierig. Danach folgen noch ein paar Tests mit übersteuerten und Pop-Sounds, aber dazu später mehr. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Bei einigen Tests hat die KI wirklich geglänzt, bei anderen hat sie sich unerwartet schwer getan. Fangen wir mal mit Test 1 an. Um eine Datei zu verarbeiten, ziehst du sie einfach in dieses Feld oder wählst sie von deinem Rechner aus. Das muss übrigens keine reine Audiodatei sein, Videodateien funktionieren auch, wobei du bei der kostenlosen Testversion 50 MB pro Datei nicht überschreiten darfst. Sobald deine Datei verarbeitet wurde, kannst du sie direkt probehören. Hören wir mal rein. Erst das Original, dann die bearbeitete Version. Hintergrundgeräusche nervenvoll, vor allem wenn die Aufnahme punkten soll. Dies ist erst Test 1 von 3, der zweite wird noch kniffliger sein. Hintergrundgeräusche nervenvoll, vor allem wenn die Aufnahme punkten soll. Dies ist erst Test 1 von 3, der zweite wird noch kniffliger sein. Okay, also im ersten Moment habe ich mich gefragt, wieso da noch so viel Krach zu hören ist. Vielleicht liegt es daran, dass das im Hintergrund menschliche Stimmen sind und die KI deshalb Schwierigkeiten hat, meine Stimme von den anderen zu trennen. Das Ergebnis wurde übrigens auch nicht besser, als ich zu Beginn bei der Verarbeitungsstufe aggressiv ausgewählt hatte. Im Gegenteil. Die Geräusche der Menschenmenge im Hintergrund blieben weiterhin deutlich hörbar. Nur waren jetzt noch dazu ein paar Silben meines Texts der KI zum Opfer gefallen. Hintergrundgeräusche nervenvoll, vor allem wenn die Aufnahme punkten soll. Dies ist erst Test 1 von 3, der zweite wird noch kniffliger sein. Nochmal zurück zur normalen Verarbeitungsstufe. Bis auf den Buchstaben K, der beim Wort kniffliger verschwunden ist, der zweite wird noch kniffliger sein, bin ich ja ganz gut zu verstehen. Was auf jeden Fall beeindruckend ist, ist, wie zuverlässig die Hintergrundmusik herausgefiltert wurde. Denn davon war keine einzige Note mehr zu hören. Über die zweite Spur, Geräusche, können wir nochmal gegenhören, was genau aus dem Ausgangsmaterial herausgefiltert wurde. Je nachdem, was dein Anwendungsfall ist, kann es genau das sein, wonach du suchst. Etwa wenn du auf einer Veranstaltung filmst und die Atmosphäre der Menschen um dich herum eigentlich nicht herausgefiltert haben willst, aber eben die Musik, die vielleicht urheberrechtlich geschützt ist, sodass die GEMA, ein Label oder YouTubes Content-ID dir ans Bein kacken könnte. Weiter geht's mit Test 2 und einem weiteren brillanten und diesmal luftigen Reim. Bläst in deinem Zimmer Wind, mach die Fenster zu, aber geschwind. Falls du keine Fenster hast, liegt die Ursache woanders. Aufgepasst. Bläst in deinem Zimmer Wind, mach die Fenster zu, aber geschwind. Falls du keine Fenster hast, liegt die Ursache woanders. Ja, hier hatte ich eigentlich noch mehr Hoffnung, weil das Störgeräusch in der Originalaufnahme ja die ganze Zeit über konstant zu hören ist. Leider filtert Lalalei bei diesem Test zu viel Stimme aus dem Signal heraus, wie wir auch gut bei der Geräuschespur hören können. Doch mit der Verarbeitungsstufe mild lässt sich das Ganze noch ein bisschen verbessern. Bläst in deinem Zimmer Wind, mach die Fenster zu, aber geschwind. Falls du keine Fenster hast, liegt die Ursache woanders. Schon wesentlich besser als zuvor, aber kristallklare Stimmen klingen anders. Kommen wir zum dritten Test, der ganz und gar nicht übertrieben ist. Bei diesem Test, er mag das hören, kann ich mein eigenes Wort kaum hören. Gefällt dir dieser Audio-Test? Freue ich mich, wenn du ein Like da lässt. Bei diesem Test, der mag das hören, kann ich mein eigenes Wort kaum hören. Gefällt dir dieser Audio-Test? Freue ich mich, wenn du ein Like da lässt.
Was soll ich sagen? So eine KI kann bei einem derartig verkorksten Ausgangsmaterial halt auch nicht zaubern. Mag sein, dass die allermeisten Nebengeräusche rausgefiltert wurden, aber ich wüsste nicht, wie ich diese Tonspur jetzt in einem halbwegs professionell anmutenden Szenario verwenden könnte. Umgekehrt müsste man sich aber auch selbst fragen, wie man so einen Anspruch überhaupt haben kann, wenn man allen Ernstes in so einer lauten Umgebung eine Aufnahme macht und dann erwartet, eine Audioqualität wie im Synchronstudio zu erhalten. Um hingegen ein paar missratene Aufnahmen mit geringem Aufwand noch zu retten, ja, dafür kann dieser Voice Cleaner sicher nützlich sein. Zu Beginn des Videos hatte ich dir ja noch ein paar speziellere Tests versprochen. Im Auswahlmenü der beiden Produkte steht beim Voice Cleaner explizit, dass er auch Vocal Plosives, Mic Rumble and other unwanted noise entfernen kann. Also Dinge, die vor allem bei Podcast- oder Gesangsaufnahmen zu einem Problem werden können. Schauen wir also mal, wie sich das Tool in diesen Disziplinen schlägt. Fangen wir mit den Vocal Plosives an, also den Pop-Sounds, die bei Konsonanten entstehen, wenn du zu nah am Mikrofon bist. Penelope teleportiert sich pronto zum Popokatepetl, auch El Popo genannt. Penelope teleportiert sich pronto zum Popokatepetl, auch El Popo genannt. Wenn du das Video jetzt nicht gerade über ein Smartphone oder Tablet anschaust, hast du bestimmt deutlich gehört, dass der Vocal Cleaner hier ganze Arbeit geleistet hat. Wie sieht's aber aus, wenn du ein übersteuertes Signal hast? Carla kreischt konstant klippende Konsonanten ins Kondensatormikrofon. Carla kreischt konstant klippende Konsonanten ins Kondensatormikrofon. Ganz weg ist das Clipping zwar nicht, eine ganze Ecke sauberer als vorher ist das Signal aber schon geworden. Ich habe den Test zusätzlich noch mit der aggressiven Verarbeitungsstufe durchlaufen lassen. Auch damit war das Clipping nicht ganz wegzubekommen. Ja, und zu guter Letzt gibt's noch eine Kombination aus ins Mikro pusten, Pop-Sounds und Clipping. Windig klippende Pop-Sounds sind ein Fest für jeden Produzenten und werden deine Karriere beenden. Windig klippende Pop-Sounds sind ein Fest für jeden Produzenten und werden deine Karriere beenden. Mit dem Wissen aus den vorherigen Tests war es fast zu erwarten. Das Pusten und die Vocal Plosives hat der Vocal Cleaner echt gut rausfiltern können, das Clipping wieder nur bedingt. Zugegeben, mein Audiomaterial für die Tests war nicht ganz fair. In den Audiobeispielen, die Lalalei in ihrem eigenen Blog gepostet haben, ging es mehr um dezente Störgeräusche wie etwa kleine Artefakte oder ein wenig Rauschen und nicht um vollkommen übertriebene Nebengeräusche wie lautes Topfschlagen. Bei den Promo-Videos war aber auch ein Video dabei, in welchem Windgeräusche komplett eliminiert werden konnten. Having fun here, being blown around by these strong winds, it is worth pointing out it'll be very dangerous around the coast today. Don't go towards the coast. And look at the big waves if you really don't have to. Dafür hat es mich schon überrascht, dass genau das bei unserem zweiten Test mit dem Ventilator so schlecht funktioniert hatte. Unterm Strich bin ich trotzdem echt fasziniert. Mit den Werkzeugen aus Premiere Pro oder Cubase etwa, mit denen man Nebengeräusche entfernen können soll, musst du den Schwellenwert bei Audiomaterial wie unserem so dermaßen aufreißen, dass am Ende nur noch eine zerhackte oder blecherne Stimme übrig bleibt. Hintergrundgeräusche nervenvoll, vor allem wenn die Aufnahme punkten soll. Dies ist erst Test 1 von 3, der zweite wird noch kniffliger sein. Von daher ist das, was Lalalei hier bietet, schon extrem nützlich. Vor allem das Herausfiltern von Hintergrundmusik und Entfernen oder zumindest Abmildern von, sagen wir, Aufnahmefehlern. Was auf jeden Fall noch ziemlich cool ist, ist, dass du zum Testen nicht einmal einen Account anlegen musst. Du kannst also ohne Risiko dein Ausgangsmaterial Probe hören und schauen, ob dich das Ergebnis zufriedenstellt. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass du mit der kostenlosen Testversion keine verarbeiteten Dateien herunterladen kannst. Gleichzeitig finde ich, dass das Geschäftsmodell extrem fair ist. Für einen Premium-Account musst du nämlich kein Abo abschließen, sondern zahlst einmalig für eine bestimmte Anzahl von Minuten. Und diese Minuten werden nicht schon beim Probehören der Vorschau verrechnet, sondern immer erst dann sekundengenau von deinem Kontingent abgezogen, wenn du die gesamte Datei verarbeiten auswählst. Weitere Vorteile, die dir ein kostenpflichtiger Account bietet, sind zudem zum Beispiel größere Datei-Uploads, eine schnellere Verarbeitung und ein Download im Ausgangsformat. Das heißt, du lädst mehrere Videos im MP4-Format hoch und kannst auch wieder bearbeitete MP4-Videos runterladen, ohne deine Videos im Nachgang nochmal synchronisieren zu müssen. Auch interessant, wenn du einen Account anlegst, benötigt Lalalei nur eine Mailadresse von dir, an die dir dann dein Zugangslink geschickt wird, der 24 Stunden lang gültig ist.
Solltest du ein kostenpflichtiges Paket gebucht haben, werden die verfügbaren Minuten dann dieser Mailadresse zugeordnet und verfallen nie. Vorausgesetzt, Lalalai stampfen ihren Service nicht irgendwann ein natürlich. Wenn du den Service selbst mal testen und diesen Kanal gleichzeitig unterstützen möchtest, findest du in der Videobeschreibung einen Link zur Website von Lalalai. Dir entstehen damit keine Mehrkosten und solltest du dich für einen Premium-Account entscheiden, erhalte ich eine kleine Provision. Danke dafür. Ansonsten freue ich mich, wenn du deine Erfahrungen mit Lalalai oder ähnlichen Tools im Kommentarbereich mit allen Interessierten teilst. Im nächsten Video werden wir, wie gesagt, den Stem-Splitter einem Test unterziehen. Sollte das Video dazu schon online sein, findest du es hier neben mir eingeblendet oder in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ahoi! Ich habe mir schon gedacht, das ist eine ganz schön dämliche Idee. Aber jetzt, wo ich hier sitze mit dem ganzen Geratsche, kommt mir irgendwie noch eine ganze Spur dümmer vor. Alles für die Wissenschaft.